In unserer neuen Ausgabe der Einblickreihe, Einblick 4, zeigen wir das Partieformular des Schiedsrichters von der Partie Penrose gegen Thal, das er anlegen musste, weil die Originalpartieformulare der Spieler entwendet worden waren, in Begeisterungssturm nach der Partie. Die Schacholympiade fand 1960 in Leipzig statt und sah, dass in Leipzig eine große Schachbegeisterung herrschte. An jedem Turniertag war das Haus voll. Insgesamt sind wohl 80.000 Eintrittskarten verkauft worden für das Ringmessehaus. Diese Partie, Penrose-Thal, fand in der letzten Runde der Olympiade statt. Und so kam es dann, dass der eher streng methodisch vorgehende Penrose sich überwand, ein Risiko einzugehen und ein Bauernopfer zu bringen. Die Partie hat eine Begeisterungswelle ausgelöst, damals im Turniersaal, dass die Zuschauer zu den Spielern gerannt sind und die Partieformulare entwendet haben. Dieses Partieformular, diese Partie Thal gegen Penrose, fehlte dann natürlich, logischerweise. Damals sind die Partien noch nicht automatisch aufgezeichnet worden, elektronisch. So war das Problem, wie ist die Partie eigentlich verlaufen. Natürlich hatten das die Spieler und der Schiedsrichter noch im Gedächtnis und konnten das rekonstruieren. Und der Schiedsrichter musste also diesen Weg gehen und die Partie rekonstruieren. Und so steht in der Ausstellung eigentlich nur ein Ersatz-Partieformular.